Am 13. September hat nun Nintendo ihre Direct veröffentlicht und ich möchte mit euch ganz gerne einmal darüber sprechen, was in dieser Direct so vorkam, wie ich darüber denke und ja, meine Eindrücke mit euch teilen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran, denn es geht direkt los nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir auch direkt damit an. Und erstmal eins vorneweg, die Gerüchteküche, die wir jetzt auch im letzten Video bearbeitet haben, war einfach komplett falsch. Also gut, dass ein Mario-Game gezeigt wird, war auch unrealistisch. Und da habe auch ich ja gesagt, die Gerüchteküche sagt ja auch Ende nächsten, Anfang übernächsten Jahres und nicht diesen Jahres. Das heißt, es war von meiner Seite aus. Okay, aber was zum Beispiel auch überhaupt nicht gepasst hat, waren die Zelda-Ports. Das war eigentlich so gut wie sicher. Man hat es überall gehört, selbst von den bekannteren Leakern. Und einfach nichts davon gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, ich verstehe es irgendwie nicht. Also allgemein, die Nintendo Direct war komplett anders, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Und ich bin wirklich, wie ihr es sicherlich auch schon am Thumbnail dann gesehen habt, sehr, sehr zwiegespalten. Und auf der einen Seite muss ich sagen, es sind interessante Sachen dabei. Aber wenn man es jetzt mal neutral betrachtet, gerade in Bezug darauf, was man auch schon auch kannte zum Beispiel, sondern jetzt rein von den neuen Produkten, von der neuen Software aus, muss ich wirklich halt wie im Thumbnail den hier machen. Es ist wirklich schwierig, im Moment mit Nintendo irgendwie da umzugehen, muss ich sagen. Aber eins nach dem anderen. Wo ich richtig lag, waren die Zeiten. Ich hatte ja immer ungefähr so geschätzt, wann wie was noch kommen könnte. Und die wurden fast komplett richtig beantwortet sogar. Also da bin ich wirklich stolz drauf irgendwie auch. Denn am 27. September kommt Tunic, ist so ein Adventure-Game, was auch für die PlayStation und auch für die Xbox kommen wird, aber nun eben auch offiziell für die Nintendo Switch angekündigt wurde. Sieht ganz interessant aus, ist eben so, wie ich es gesagt habe, kein Blockbuster-Titel, aber eben doch nochmal was etwas Größeres, was ganz interessant sein kann. Ist auch kein Vollpreistitel, ich habe gesehen, jetzt im eShop kostet es knapp 30 Euro, also ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, war in Ordnung. Kommen wir dann zum Oktober hin. Und da hatten wir eben ja schon die zwei großen Titel, ist halt klar. 20. Oktober Mario & Rabbids, was nochmal gezeigt wurde. Und Bayonetta 3 wurde auch nochmal gezeigt. Also doch beide Titel nochmal. Und gut, Bayonetta 3 habe ich mir auch schon gedacht. Mario & Rabbids hätte ich nicht gedacht. Weil da wurde schon einfach hier zu viel gezeigt. Also da hätte es auch halt irgendwie gereicht, das nochmal über YouTube so einen Release-Trailer oder so halt zu bringen oder kurz davor. Aber gut, ist nun mal so. War auf jeden Fall interessant, das wusste man ja allerdings aber schon, auch wenn ich sagen muss, Nintendo hat das irgendwie ein bisschen, finde ich es persönlich, so hingestellt, als wäre das komplett neu auf einmal so, gerade so mit, ja, Mario & Rabbids, ganz neu und 20. Oktober, merkt euch das und so, ich meine, klar, es ist typisch Marketing, aber ja, ich habe mich schon ein bisschen veräppelt gefühlt in der Situation, muss ich sagen, und gerade bei dem Spiel halt irgendwie besonders, aber eben halt auch bei Bayonetta 3, es ist halt nun mal so, das ist schon seit Ewigkeiten bekannt. Und das ist halt nun wirklich nichts Weltbewegendes mehr gewesen. Und in dem Fall war das Einzige, was für Oktober jetzt noch wirklich interessant ist, zwar nicht in der ersten Oktoberwoche, aber in der zweiten, Xenoblade Chronicles 3, der Erweiterungspass. Der erscheint am 13. Oktober. Und damit haben wir halt auch für Anfang, Mitte, haben wir halt dann auch nochmal was. Komplett Anfang Oktober haben wir, soweit ich weiß, gerade gar nichts. Also was jetzt irgendwie erste Oktoberwoche betrifft, vielleicht ein paar Mini-Indie-Games oder so, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber von der Direct selbst dürfte jetzt sonst nichts mehr gewesen sein. Eine Sache, die ich gerade noch verpasst habe zu erwähnen, ist für den September, dass ich die nächste Welle von Mario Strikers Battle League Football, da kommt jetzt Welle 2 oder 3, müsste das jetzt schon sein? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich bin da gerade schon so ein bisschen raus, steht jetzt aber auch gerade nicht direkt dran. Auf jeden Fall diesmal eine Welle mit Diddy Kong und Pauline als spielbare Charaktere. Und ja, ich bin ehrlich, das Spiel ist bei mir raus. Ich werde, denke ich mal, auch das komplette Let's Play jetzt da Cut machen und beenden. Und diese Erweiterung, es macht für mich einfach keinen Sinn mehr, da weiterzumachen, so wie ich das erst erwähnt hatte. Das mal nur so am Rande. Gut, das ist aber was, was ebenfalls jetzt noch im Laufe des Septembers als kostenloses Update kommen wird. Also da hat man im September nochmal so ein bisschen was. Dann eben die drei Spiele im Oktober, wovon halt zwei auch schon klar waren. Eine weitere Sache, die Nintendo noch gezeigt hat, ist für die N64 Online-Mitgliedschaft weitere neue Games. Und zwar kommen da GoldenEye 007, Pilot Rings 64, Mario Party 1 bis 3, Pokémon Stadium 2,
Dann ein Snowboarding Game, 1080 Grad Snowboarding und Excite Bike 64. Das sind echt interessante Titel. Also gerade Mario Party 1 bis 3, GoldenEye 007 haben sich scheinbar auch relativ viele gewünscht, beziehungsweise war mal so eine Geschichte, wie ich mitbekommen habe, ob die Lizenzen und so dafür genehmigt sind oder nicht. Scheinbar ja. Pilot Wings 64 und auch Excite Bike 64 und auch die beiden Pokémon Stadium Teile. Also da muss ich wirklich sagen, das ist mal ein Paket, wo ich sagen muss, finde ich cool. Und es reizt dann schon wieder für diese Games dann doch nochmal den Erweiterungspass zu machen. Die Frage ist, ob ich es halt wirklich tun werde. Und vor allem kommen sie halt auch nicht alle gleichzeitig, denn es wurde gesplittet zwischen 22 und 23. Soweit ich weiß, kommen im Jahr 22 nur drei Games. Das ist Mario Party 1 und 2 und Pilot Rings müsste es, glaube ich, gewesen sein. Der Rest, soweit ich weiß, kommt erst 2023. Wenn es nochmal anders sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zum November und da könnte das Ganze schon wieder ein bisschen interessanter werden. Einmal Anfang November, so wie ich gesagt habe, vielleicht nochmal ein kleinerer Titel parallel zu Sonic und das ist It Takes Two. War ja auch schon in der Gerüchteküche, also das wurde bewahrheitet. Und das Ganze müsste einen Tag danach, glaube ich, sein. Nee, kommt sogar tatsächlich davor. 4.11. Erscheint It Takes Two. Soll ein sehr interessantes Multiplayer-Game sein, bin ich mal gespannt. Ich bin da jetzt nicht so gehypt drauf, muss ich sagen. Ist das nicht so unbedingt meins. Aber für den einen oder anderen vielleicht interessant. Also da muss ich sagen, das ist auch ein Titel, den ich mir halt gut auf der Switch vorstellen kann. Also ist in Ordnung. Und so wie ich es gesagt habe, ist es halt so ähnlich wie das Tunic. Ist ein kleineres Game, was aber trotzdem eine ganz gute Ergänzung ist, um halt da einfach nochmal ein bisschen Auswahl zu haben. Und dann kommt bei mir so langsam die Enttäuschung daher. Gut, Pokémon wurde nicht gezeigt, wäre auch jetzt wirklich schwachsinnig gewesen. Erscheint ja am 18. und dann wirklich dann, also gut, Mario war wirklich Gerüchte. Von mir aus auch die Zelda-Port nicht und das verstehe ich schon nicht. Aber was jetzt als Ende November-Titel kommt, fasse ich mir wirklich ans Kopf. Just Dance 2023. Nintendo, ist das euer Ernst? Da muss ich mal kurz Frust rauslassen. Natürlich kommt jedes Jahr ein Just Dance und natürlich gehört das auch mit dazu. Für mich persönlich gehört aber Just Dance. Auch wenn es natürlich eine bekanntere Marke ist, ist mir schon klar, aber vom Spielverlauf her ist das wie ein Tunic, It Takes Two und Konsorten. Das ist doch kein Blockbuster-Titel jetzt. Also, Nintendo hat dieses Spiel so dahingestellt, wo ich mir dachte, ist das jetzt euer Ernst? Ihr wollt das jetzt wirklich fürs Weihnachtsgeschäft teilweise, also dann gefühlt mit vermarkten? Da stimmt doch was nicht. Also, Ende September, ich glaube 27., 26. Ich schaue einmal nochmal kurz für euch nach. Tatsächlich steht das auf der Homepage gar nicht dabei. War das auf der Direct doch dran? Ich schaue nochmal nach und und schreibe es dann für euch hier hin und ja, blende es dann ein. Also auf jeden Fall Just Dance 23, ernsthaft? Also, dass kein Mario kommt. Okay, Zelda, wie gesagt, bin ich ehrlich, verstehe ich nicht. Es hätte gepasst und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da keine Ports kommen werden. So, wann sollen die denn kommen? Also, das ist irgendwie auch noch nächstes Jahr macht das dann irgendwie keinen Sinn, aber da kommen wir später zu. Also, scheinbar kommen die doch nicht. Wahrscheinlich, also, so wie es gerade aussieht. Also, entweder machen die einen ganz komischen Schachzug und die kommen spontan doch nochmal. Ach, übrigens, aber jetzt macht es halt auch zeitlich einfach keinen Sinn mehr, weil alle freien Flächen, die wir jetzt noch hatten für Spiele, wurden genutzt. Egal für wie groß oder auch kleinere Titel. Aber Ende September ist jetzt, Anfang Oktober nicht, aber Anfang Mitte Oktober haben wir jetzt nochmal mit Xenoblade Chronicles was reinbekommen. Anfang November haben wir auch nochmal mit It Takes Two zusätzlich zu Sonic. So, und jetzt Ende November Just Dance. Und ich hoffe so sehr, bitte lasst nochmal Ende November irgendwas kommen, was Nintendo doch nochmal, warum auch immer, dann aus dem Nichts über soziale Medien präsentiert. Weil wenn das wirklich alles ist, dann heule ich. Also wirklich nichts gegen Pokémon. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Aber wirklich alle Karten schon wieder nur auf einen Titel zu setzen. Auch wenn eine Limited Edition Konsole, also eine limitierte Konsole vom Design herauskommt. Aber jetzt mal im Ernst. Punkto 1 ist es, glaube ich, auch gerade so eine Sache. Nicht jeder wird sich jetzt gerade zu Weihnachten eine Konsole leisten können. Gerade in der heutigen Zeit ist es gerade ein bisschen schwierig. Und vor allem, auch wenn es viele Fans gibt, aber nicht jeder steht auf Pokémon. Ich glaube, Pokémon ist so ein typisches Beispiel. Entweder man liebt es oder man hasst es. Aber ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die so dazwischen sind. Gut, ich gehöre vielleicht ein bisschen dazu, weil bei mir ist es wirklich so ein Zwischengang. Es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe eher so phasenweise, wo ich es mal mehr mag und mal weniger gerade. Aber es ist halt einfach nur mal so, und ich denke mal, ihr wisst, was ich meine.
dass es einfach nicht alles sein darf für Weihnachten. Also klar, man sollte jetzt nicht, das ist übertrieben zu sagen, ja, am besten 10 verschiedene Games zur Auswahl, aber ich weiß es nicht, liegt es an, bin ich da mittlerweile echt zu überheblich geworden, aber es ist noch nicht allzu lange her, da stand ich immer noch an, soll jetzt keine Werbung sein, aber in einem Geschäft drin, so, und hab dann immer geguckt noch, ah, was für geile Games gibt's dann jetzt und da zu Weihnachten, und ich kann mich nicht entscheiden, ich werde es nie vergessen können, ich muss mich immer entscheiden und ich wusste ganz genau, mindestens ein der Spiele, die ich aufgeschrieben habe, bekomme ich sowieso nicht. So, und dann war es wirklich noch diese Freude, so dieses, okay, mal sehen, was es wird, man weiß es nicht, aber man weiß, okay, höchstwahrscheinlich auf jeden Fall eins dieser Spiele und so. Es war einfach cool. So, und das ist noch nicht allzu lange her. Also, ich rede jetzt nicht vom kleinen Kind auf, ne? So, ich verstehe es wirklich nicht. Also, gerade zur Anfangszeit der Switch war es vor allem noch so. Gut, Wii U und 3, das war sowieso ein ganz anderes Thema, da war das deutlich besser, meiner Meinung nach. Aber das sei mal dahingestellt. Aber auch jetzt gerade, ich verstehe es wirklich nicht. Also, da bin ich wirklich enttäuscht. Ich werde auch gar nicht jetzt weiter drum rumhalten, es sind schon wieder 2, 3 Minuten darauf gewesen. Aber absolut enttäuschend für mich. Also, als das gezeigt wurde und das wirklich für diesen Zeit und da kam nichts anderes mehr. Absolute Enttäuschung. Wirklich für mich absolute Enttäuschung. Und ich hoffe so sehr, dass wenigstens Nintendo noch irgendwas hat, um das zu zeigen. Gut, zum Winter hin stand jetzt nur dran, noch kein Release-Zeitraum, kommt noch Welle 3 von eben dem Mario Kart 8 Booster Streckenpass. Da haben sie die ersten 2 von 8 Strecken gezeigt. Einmal die Bergbescherung von Mario Kart Tour und einmal Peach Schloss Garten von Mario Kart DS. Sieht sehr interessant aus, gerade hier Bergbescherung. Ich hatte ja schon mal erwähnt gehabt, das würde ziemlich cool finden, wenn was Weihnachtliches kommt. Und jetzt passiert es auch, finde ich ziemlich geil, sieht auch sehr, sehr schön aus. Peach Schloss Garten ist es nicht meine Lieblingsstrecke, aber auch nicht schlecht. Sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen, von dem ersten Eindruck her. Und da bin ich mal gespannt, was da sonst noch kommen wird. Und ich denke mal, Mario Kart 8. Von dem, was jetzt Anfang des Jahres kam, dann Zeitraum, bis es jetzt im Sommer kam, im Juli, dann würde es perfekt passen, wenn es dann im November kommt. Das heißt, im Laufe des Novembers wird man da dann halt praktisch auch nochmal. Ich denke mal, zwischen Pokémon und Just Dance, ich meine, es war echt ganz am Ende des Monats, irgendwie 27., 28., ich weiß es gerade nicht mehr genau. Irgendwie dazwischen, denke ich mal, wird dann Mario Kart 8 kommen, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, mit Welle 3. Und dann hat man da auch ein bisschen was. Aber nichtsdestotrotz. Was soll ich dazu sagen? Eine weitere Sache, die ich noch kurz ansprechen kann, ist Nintendo Switch Sports. Denn auch da steht nur dran, diesen Winter ist Golfzeit. Wir wussten ja, das kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr, hatten sie angekündigt. Und da bin ich noch ein bisschen verwirrt. Auf der einen Seite hieß es immer Herbst und steht teilweise immer noch dran. Aber wenn du jetzt in die Beschreibung gehst, steht wieder Winter dran. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Nintendo, gut, Nintendo hat ja. Irgendwie gefühlt kein Herbst. Für die gibt es nur Frühling, Sommer und dann Holidays. So und das geht ja ab Oktober bei denen schon gefühlt los. Also spätestens ab November, aber manchmal habe ich das Gefühl so, ja, sagen immer dann Holidays erstmal, dann gucken sie mal, wann sie es bringen können. Also das macht Nintendo ganz gerne. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo Switch Sports auch im Laufe des Oktobers noch kommen könnte. Aber jetzt, wenn der Winter dran steht, könnte es halt auch noch im November sein. Also vielleicht hauen sie den November dann voll mit so ganzen Zusatzinhalten, wo man da dann halt vielleicht, dass die Leute, die bisher noch gewartet haben, sich dann nochmal Nintendo Switch Sports zu Weihnachten kaufen und irgendwie sowas vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Nintendo setzt gerade zu viel auf Erweiterungen und Co. und wirklich zu wenig mal auf neue Games. Und das macht einfach für mich irgendwie gerade, ja, schon ein kleines Stich ins Herz. Gut, dann werden wir jetzt mal hier weiter gucken. Haben wir noch so ein paar Sachen für Oktober, die ich noch kurz ansprechen kann mit Resident Evil. Da kommt 8, 7, 2 und 3 als Cloud-Version Ende Oktober raus. Also für die, die da nochmal Interesse haben, ist in Ordnung, finde ich okay. Dann hat man so besondere Sachen wie Project Zero, der Wii-Teil von früher. Der kam ja niemals nach Deutschland raus, der kommt jetzt 2023. Und dann sind es halt noch solche Titel, die halt im Laufe von 23 kommen werden, wo man aber auch nicht unbedingt direkt einen Release-Zeitraum hat. Was dann noch interessanter ist, ist dann, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo das Ganze steht. Hier, Fire Emblem Engage. Ich vergesse immer den Titel dazu. Das ist der erste Titel, der im Januar erscheinen wird, denn am 20. Januar, um genau zu sein. Und damit haben wir einen größeren Titel für die Fans, wo man für Januar was hat. Finde ich auf jeden Fall in Ordnung, auch wenn ich jetzt eben nicht so ein Fire Emblem-Fan bin. Aber es ist ein größerer Titel und das muss ich sagen, ist für den Januar echt ziemlich gut. Also
Da muss ich sagen, ist wieder ein Punkt, den ich nachvollziehen kann bei Nintendo. Das finde ich auch in Ordnung. Dann Februar haben wir sogar zwei Titel. Einmal Octopath Traveler 2, was viele, glaube ich, sehr, sehr freuen wird. Und einer der Highlights bestimmt gewesen sein wird auf der Direct. Da vor allem ja Teil 1 echt lange auf sich warten lassen hat. Also ich habe es nie gespielt, aber immer so, wo ich es am Rande mitbekommen habe, wurde es mal angekündigt und dann gefühlt ein Jahr gar nicht. Und dann kam es jetzt ja irgendwann raus, aber es ist, glaube ich, noch nicht so alt, ne? Ich glaube, ist es überhaupt schon ein Jahr alt? Wenn nicht sogar erst ein paar Monate? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Kam das Ende letzten oder Anfang diesen Jahres raus? Auf jeden Fall jetzt schon, selbst wenn es Ende letzten Jahres ist, also schon war, ist mir jetzt 24. Februar 23. Trotzdem schon sehr sportlich. Und sieht nach, auf jeden Fall nach einem gelungenen Nachfolger aus. Für einen Außenstehenden, der es jetzt nicht gespielt hat. Also auch da für Februar ein größerer Titel, was eben im Rollenspielgenre sich wiederfindet. Und dann haben wir unseren ersten Jump'n'Run-Titel. Und da bin ich auch wieder so zwiegespalten. Ist nicht ganz so extrem wie das mit Just Dance, aber irgendwie schon. Ein neues Kirby-Game, Leute. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ebenfalls am 24. Februar. Schon ein bisschen kurios, dass sie irgendwie das am gleichen Tag machen. Wenn sie das nur um ein, zwei Tage verschieben, normalerweise, aber wenn es nah dran ist, aber nicht eigentlich am selben Tag, das finde ich schon wieder ziemlich merkwürdig, aber okay. Was mich da auch viel mehr stört, ist, so schön es sich jetzt auch anhören mag, und seien wir mal dahingestellt, warum auch immer Nintendo, das hat man in den Trailern gesehen, ja den Charakteren so schwarz Umrandungen gegeben hat, so nach dem Motto, okay, wir wollen, dass es ein bisschen dreidimensional aussieht, aber trotzdem sind es ja 2D-Charaktere. Und ich habe den Wii Teil nie gespielt, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ich habe jetzt nur von vielen gehört, dass es eben nicht so war und dass es jetzt sehr komisch ist und sich jeder fragt, warum Nintendo das macht. Keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also dadurch, dass ich es nicht anders kenne, muss ich sagen, es war zwar ein bisschen ungewohnt, in den ersten Sekunden dazu zu gucken, aber ich habe mich innerhalb des Trailers eigentlich gefühlt schon dran gewöhnt. Also so schlimm finde ich jetzt persönlich das nicht. Was mich mehr stört, ist irgendwie, dass es die Tatsache ist, dass es schon wieder ein Kirby-Game ist. So, gut, es wird jetzt von einem anderen Entwicklerstudio sein. Ich weiß gerade nicht von wem. Ich kann mal gucken, ob das hier mit dran steht. Und vielleicht ist da ja was. Steht bei den Details was dabei? Das wäre jetzt einmal eine interessante Sache, aber tatsächlich nicht. Nee. Steht nichts dabei. Schade. Ja, das ist etwas, wo ich sagen muss, ist ja schön und gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird eine Kirby-Konsole. Also, eigentlich müsste auch mal eine Kirby Limited Edition rauskommen oder so, so wie die das jetzt schon gebracht haben. Und auch damals zum Jubiläum von Kirby jetzt, haben sie in Japan ziemlich viele Merchandise zur Switch rausgebracht. Mit Taschen und allem drum und dran. Ich weiß gar nicht, ich glaube Controller sogar auch, aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall haben sie da ein bisschen was gebracht, aber jetzt hier im europäischen und auch amerikanischen Markt irgendwie nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich da ziemlich zwiegespalten drüber. Ich finde es cool, für mich sah es interessant aus. Ich muss auch sagen, klar, ich will nicht sagen, ja, würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also irgendwann bestimmt, wann und ob direkt zu Anfang bezweifle ich, weiß ich nicht. Muss ich gucken, wenn es dann soweit ist. Ich habe ja erstmal noch genug, was ich nachholen muss und das irgendwie dieses Jahr bisher nicht so gut funktioniert hat. Aber es ist einfach so eine Sache, wo ich mir echt denke, warum schon wieder Kirby? Wir haben so viel Kirby in letzter Zeit. Also allein nur von den großen Titeln jetzt. Also wir haben ja Star Allies gehabt 2018. Gut, dann hatten wir jetzt Kirby's Forgotten Land. Ne? Also das vergessene Land. Dann haben wir jetzt das Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Dann hatten wir jetzt zwei Titel oder sogar drei mit diesen, ich glaube, zwei Free-to-Play-Titel. Müssten das ja, glaube ich, gewesen sein. Und jetzt einmal dieses mit diesem Dream-Buffet, was sogar kein Free-to-Play ist, warum auch immer, das verstehe ich ehrlich gesagt doch irgendwie nicht. Vor allem kostet es auch, glaube ich, sogar 20 Euro oder so. Oder 30, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich Wucher, muss ich sagen. Aber es ist ja alles schön und gut. Also für Kirby-Fans ist es ja auch in Ordnung. Und ich mag Kirby grundsätzlich total gerne. Aber ich weiß nicht. Gefühlt kam nie was und jetzt total viel. Und das stört mich halt irgendwie. Nintendo ruht sich da irgendwie auf irgendwas aus und ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr beschreiben, auf was. Also das sind so Sachen, wo ich mir halt wirklich denke, okay, wie gesagt, wird ein anderes Entwicklerstudio gewesen sein, deswegen sieht es auch anders aus und wahrscheinlich ein kleineres als Übung oder irgendwie so, keine Ahnung. Ist ja auch alles schön und gut. Wäre das nochmal ein netter Zusatztitel, würde man sagen, okay, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist nichts Besonderes. Gucken wir uns jetzt mal 2022 an.
Ich sehe Marion Rabbids nicht dazu und ich sehe Bayonetta nicht dazu. In Bezug jetzt auf die Direct, was wirklich gut ist und was Neues. Weil viele ja sagen, oder ich ja schon gehört habe, ach, die Direct ist ja total gut gewesen. Das zähle ich raus. Sorry, zählt für mich nicht. Und wenn ich mir dann den Rest so angucke, bis Weihnachten jetzt erstmal bezogen, ist das für mich nichts Besonderes. DLCs, Erweiterungspass und was weiß ich. Aber du hast Xenoblade Chronicles Erweiterungspass. Neuer Inhalt, Switch Sports. Neuer Inhalt, Mario Strikers. Neuer Inhalt, Mario Kart. Egal, ob man das jetzt mag oder nicht, aber es ist immer nur Erweiterung, Erweiterung, Erweiterung. Und ich. Nintendo, warum? Und ja, das ist wirklich, wo ich sagen kann: Nintendo, was tust du? Das ist irgendwie. Ich bin der Letzte, der sich beschwert. Wäre wenigstens dann noch ein Mario Party DLC oder sowas gekommen, hätte ich auch noch verstanden. Aber. Nee. Vor allem war ja auch Mario Strikers und Mario Kart ist ja auch so ein Punkt. Und auch Switch Sports, das musst du eigentlich alles rausrechnen, weil es total unnötig ist, das auf der Direct zu präsentieren, weil die das ja auch schon angefangen haben, einfach so über die sozialen Medien zu zeigen. So, und das ist das, was ich nicht verstehe. Man, das ist doch klar gewesen. So, bis halt auf den groben Zeitraum und bis auf Mario Strikers und auch selbst da hat man theoretisch keinen richtigen Zeitraum. War das auch klar? So, das war logisch also vom Zeitraum her, wann ja, wie was erschienen ist, dass Mario Strikers voraussichtlich im September kommen wird. Gut, hat mir jetzt die Bestätigung. Und bei Mario Kart war das auch ziemlich logisch, dass es zu Weihnachten kommen wird und dann auf November. Das war eigentlich sehr realistisch. Also dafür hat man jetzt keine Ankündigung gebraucht. Gut, es war schön, die zwei Strecken zu sehen. Aber wirklich ein Vorteil für die Direct war es halt jetzt irgendwie auch nicht. Das war einfach nur, um es zu füllen, um mal wieder ein paar große Charaktere zu zeigen. Und das war es dann irgendwie wieder. Also ihr merkt schon, wie gesagt, vielleicht bin ich da wirklich zu überheblich geworden, keine Ahnung. Im Moment enttäuscht mich das aber eher an einer Linie, wo ich wirklich sagen muss, da ist wirklich im Moment echt nicht viel. Und 2022 ist für mich, mit 2020 war das ja, glaube ich, wo ich echt kein einziges Spiel hatte, echt ein trauriges Jahr für mich persönlich. Ist es einfach so. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Es ist auf jeden Fall der Punkt gewesen, wo ich sagen muss, gerade alles, was jetzt noch bis Weihnachten kommt und wir noch nicht wussten, ist halt enttäuschend. Gut, wie gesagt, wir haben ja drei Titel, zweimal Oktober, einmal November, gut, Sonic 4, wo man sich ja schon was für die Switch aussuchen kann. Aber das ist halt alles, wo ich jetzt sagen muss, so richtig, so wie früher man es noch kennt, für Weihnachtstitel. Dass man sagt, das ist für Weihnachten wirklich so, wie man es noch kennt, Holidays und dann zack, das, so für November zum Beispiel, da hat mir das gefehlt. Also das eine ist noch mit Oktober und Co. Gut, das ist ja in Ordnung, aber gerade das mit Just Dance, das hat mich wirklich zerstört, weil ich wirklich sage, ich finde das so enttäuschend, dass Nintendo einfach nichts als Alternative gezeigt hat. Mir geht es nicht um Just Dance selbst, das ist halt so, okay, spiele ich halt nicht, aber dass das wirklich als. Für mich zählt das automatisch als Weihnachtstitel, wenn halt einfach da nicht das Konkurrenz mehr da ist. Und dann haben wir wirklich halt nur Pokémon. Und damit bin ich halt wirklich nicht zufrieden. Das ist einfach so. Ich finde das enttäuschend von deren Seite aus. Vor allem, weil das die letzten Jahre halt auch nicht so war. Und wie gesagt, ja, wir hatten eine Pandemie, ist in Ordnung. Aber irgendwann muss halt da auch mal. Und wenn es anders geplant werden muss. So, aber da ist ja wirklich nichts. Also, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das ein guter Weihnachtstitel sein soll. Just Dance. Sorry, ist für mich einfach nicht. Ja, nachvollziehbar. Aber gut, eine positive Sache habe ich wiederum noch, was ich sehr spannend finde. Und zwar wurde dann zum Abschluss hin ein neuer Trailer gezeigt zu Breath of the Wild 2, beziehungsweise mit dem offiziellen Titel Tears of the Kingdom. Hört sich sehr interessant an und sah auch sehr interessant aus. Auch das Logo und das Label habe ich ja mit ins Thumbnail einfließen lassen. Sah sehr, sehr gut aus. Und das Ganze sogar mit dem Release-Zeitraum. Am 12. Mai erscheint dieses Spiel. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Also ich hätte nicht gedacht, dass es im Mai kommt. Ich habe ja noch gesagt, ich werte drum wahrscheinlich dann doch eher Ende des Jahres hin. Oder dann Richtung neue Konsole. Aber jetzt wird es nichts mit einer neuen Konsole sein. Und es ist nicht Weihnachten. Das heißt, Umkehrschluss, Gerüchteküche mit dem Mario Game passt vielleicht doch wieder Weihnachten, weil jetzt ist da die Lücke frei, weil da kein Zelda-Titel kommt. Den haben wir jetzt als Riesenpunkt 23, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, da wird man jetzt abwarten müssen. Es wird dann in der Frühjahrs-Direct nochmal stärker präsentiert, gehe ich mal sehr stark von aus. Und dann bekommt man da vielleicht auch schon die ersten Teaser eben zu dem Mario oder vielleicht Donkey Kong. Ja. Entschuldigung, dass ich es angesprochen habe. Und zum Abschluss hin, habt ihr auch im Thumbnail gesehen, war eine Überraschung für mich persönlich, weil das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Pikmin!
Pikmin 4 wurde nun offiziell gezeigt und für 2023 angekündigt. Miyamoto war dann mit in der Direct zu sehen, mit einem Pikmin-Shirt, was man übrigens auch zukünftig auch über den deutschen My Nintendo Store kaufen kann, als exklusives Mitglied. Finde ich cool. Bin ich gespannt drauf. Sah ziemlich geil aus. Ich bin zwar jetzt kein Pikmin-Freak, aber ich muss sagen, das sah sehr interessant aus und ich bin echt am Überlegen, Pikmin mal eine Chance zu geben, weil das echt sehr interessant aussieht, muss ich sagen. Und vielleicht probiere ich auch mal Pikmin 3 in der Zwischenzeit nochmal aus, mal gucken. Und da bin ich gespannt drauf. Aber auch das ist halt wieder so eine Sache. Gut, sie haben es ja jetzt für 23 angekündigt, aber ohne Release-Zeitraum irgendwie gar nichts. Und das hat so eine Sache, gut, das haben sie halt schon mal gemacht. Und irgendwann wird es dann doch wieder noch verschoben. Also da muss man wirklich noch vorsichtig sein, was letztendlich dabei rumkommt. Und ob das wirklich 2023 sein wird. Und wenn, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass das ein Titel fürs dritte Quartal sein wird. Und auch vor allem ein Titel, was man dann auf der Gamescom anzocken kann. Da gehe ich sehr stark davon aus. Weil das könnte so ein Titel sein, der dann so drittes, also ne, so Juli, August, September. Und selbst wenn es dann schon draußen sein sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass Pikmin 4 auf jeden Fall einen Stand haben wird auf der Gamescom nächstes Jahr. Das ist jetzt so das gewesen, was man jetzt so von der Direct gesehen hat und so die größeren Sachen. Klar gab es noch so ein paar kleinere Sachen, aber das jetzt so viel dazu. Und mein Fazit ist halt eben, aber das habt ihr jetzt dafür auch schon rausgehört, ich bin echt enttäuscht, irgendwie halt auch. Also ich freue mich, wie gesagt, auf der einen Seite. Deswegen auch die positive Seite, die ich versucht habe, im Thumbnail rüberzubringen mit Mario & Rabbids vor allem, Pokémon, dann eben von Mario Kart, was ja auch klar war. Und solche Sachen. Das gefällt mir dann. Und Sonic finde ich jetzt auch interessant. Ist für mich ja kein Vollpreistitel. Das wäre für mich eher so ein Titel, wenn ich den mal gebraucht günstig finde oder so. Aber interessant, dass es rauskommt. Bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Und dann all solche Sachen. Oder dann jetzt für Anfang nächsten Jahres dann auch mit dem Kirby. Das Kirby-Spiel grundsätzlich finde ich echt nicht verkehrt. Und dass sie jetzt auch Tears of Kingdom gezeigt haben. Super Sache. Auch mit dem Release-Zeitraum. Also das sind wieder positive Aspekte der Direct. Aber gerade in Bezug auf 2022 bin ich halt wirklich einfach echt enttäuscht. Umso mehr hoffe ich, dass sie das wenigstens jetzt mit nächstes Jahr ausbessern. Das wäre dann wirklich eine geile Sache, wenn man Zelda hat, dann Mario Weihnachten und dann mit Pikmin. Und dann ist vielleicht Donkey Kong 2024. Aber da werden wir abwarten müssen. Gut, das soll es auch gewesen sein. Ist es länger geworden als gedacht? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Direct fandet. Und ja, dann würde ich sagen, gerne Like da lassen, Abo da lassen, wenn ihr es noch nicht habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!